Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at. Tja, die Themenbereiche, die wir in den letzten Tutorial-Videos bereits angesprochen haben, führen uns jetzt also zum Weg hin, was ist eigentlich Positionstrading, Swingtrading und Daytrading. Beginnen möchten wir als allererstes mit dem sogenannten Positionstrading. Eine Art des Tradings, die wir alle miteinander eigentlich begonnen haben oder mit der wir eigentlich alle miteinander begonnen haben. Viele machen es jetzt auch noch immer. Es ist quasi das Kaufen einer Aktie, meist oder eines Indizes oder eines Fonds, mit einer sehr, sehr langfristigen Orientierung. Meist, und das ist das Ziel des Positionstrading, ist es, Positionen über Wochen und wenn möglich über Monate auch zu behalten. Die große Frage, was ist der Unterschied zwischen Daytrading, Swingtrading, Positionstrading? Kommt vor allem in drei separaten Einheiten auf uns zu. Die erste ist Fundamentaldaten versus Charttechnik. Welche Rolle spielt also Fundamentaldaten, welche Rolle spielt Charttechnik beim Positionstrading? Fundamentaldaten natürlich eine wichtige Geschichte. Positionstrading ist also etwas für all jene, die also ganz gerne Bilanzen lesen, ja, sich mit Research, Analysen etc. beschäftigen, ja, sprich Umsatz. Wachstum, Gewinnwachstum, KGV, Cashflow etc. etc. Alles Zahlen, die natürlich eine maßgebliche Rolle für die Entwicklung eines Wertpapiers spielen. Ja? Charttechnik natürlich auch wichtig, aber im Positionstrading jetzt nicht wirklich das um und auf. Da spielt also eher mehr die fundamentale Seite eine ganz, ganz wichtige Rolle. Charttechnik fließt natürlich mit ein für das richtige oder für den richtigen Entry oder auch für den richtigen Exit. Und da sind wir jetzt schon beim Punkt Nummer 2, nämlich beim Punkt Zeiteinheiten. Welche Zeiteinheiten verwende ich als Trader beim Positionstrading? Natürlich gibt es da verschiedene Ansichten, wie man das am besten macht. Ich kann euch nur meine persönliche Empfehlung geben. Der Monatschart ist also der Chart, den ich also hier für die Trendanalyse nehme. Das Wichtige im Trading selber ist ja, vor allem wenn man mit dem Trend tradet, dass man natürlich mit dem Trend tradet und Rückenwind hat. Sprich, ich möchte natürlich eher mehr Aktien kaufen, wenn auch der Index S&P, DAX etc. eher mehr in Richtung Norden geht im Monatschart. Ich möchte natürlich eher shorten oder in Cash bleiben, wenn natürlich die langfristigen Trends eher mehr in Richtung Süden zeigen. Also dazu benutze ich den Monatschart. Der Wochenchart ist die Zeiteinheit, in der ich also meine Setups finde. Ja? Es gibt hier verschiedene Arten von Möglichkeiten, wie man Trading-Strategien umsetzen kann. Es ist zum Beispiel Breakout-Trading, Pullback-Trading, ja? Trading von Resistances, von Unterstützungen etc. etc. Das mache ich eigentlich hauptsächlich im Wochenchart. Der Tageschart ist dann eher nur noch fürs Feintuning, um zu erkennen, habe ich Volumen im Markt, wenig Volumen im Markt, bei bestimmten Anstiegen, bei Ausbrüchen etc. Das ist also quasi so ein bisschen die Feintuning-Ebene. So, und zum Schluss kommen wir noch zu den sogenannten Vorteilen und Nachteilen des sogenannten Positionstrading. Großer Vorteil ist natürlich dadurch, dass ich mich eher mehr lange mit dem Markt beschäftige und auch meistens auch lange mit dem Markt drinnen bin, dass das Trading eher mehr stressfrei wird. Sprich, ich mache heute einen Entry, meistens erst ein paar Wochen später oder einige Tage oder vielleicht auch im Idealfall Monate später erst wieder mal einen Exit. Es ist stressfrei. Gleichzeitig auch erspart man sich sehr, sehr viel Spesen, wenn man nicht allzu viele Entries und Exits die ganze Zeit hat, wie zum Beispiel ein Daytrader. Ja? Auch ein ganz großer Vorteil ist, man nutzt sogenannte Übernacht-Gaps für sich. Ja? Man kann also wirklich langfristige Trends sehr, sehr schön ausnutzen. Und in längerfristigen Aufwärtstrends kommt es also sehr, sehr oft auch zu Aufwärtsgaps. Das heißt Gaps, Kurslücken, die also über Nacht entstehen. Das sind also die ganz großen Vorteile. Es gibt aber keine Vorteile ohne Nachteile. Nachteile sind, diese Gaps können natürlich auch gegen mich schlagen. Ja? Irgendwelche fundamentalen Nachrichten, ein Crash in China, der sich dann auch in Europa oder in Amerika fortsetzt, der über Nachtrisiken existieren beim sogenannten Positionstrading. Größter Nachteil ist auch, wenn ich einmal keinen langfristigen Trend habe, sprich ich habe keinen Aufwärtstrend, keinen Abwärtstrend, sondern eine langfristige Seitwärtsbewegung, wie wir es viele, viele Jahre über ZB in Japan gehabt haben, dann ist natürlich Positionstrading etwas, was nicht wirklich lukrativ arbeitet, ja, weil ich nicht wirklich längerfristige Trends habe, die ich also für mich nutzen kann. Und der letzte und entscheidende Nachteil beim Positionstrading ist, die Risiken sind um einiges höher. Ich muss also, wenn ich heute einen Trade mache in einer Aktie, in einem Fonds oder whatever, dem Trade einfach relativ viel Platz geben nach unten, um sich auch langfristig entwickeln zu können. Den typischen Stop-Loss, den ein Daytrader, einen Swingtrader vielleicht benutzt, wo er sagt, okay, 0,5, 1, 2, maximal vielleicht 3% Risiko, das bin ich gerne dazu bereit einzugehen, das wird im Positionstrading nicht funktionieren. Sprich,
Ich brauche einen Stop-Loss, der meistens 5, 10, vielleicht sogar 20% von meinem Entry entfernt ist. Und dementsprechend werden einfach die Risiken im Positionstraden größer, aber natürlich auch dazu auch meine Gewinnchancen. Ja, das war es also zum Thema Positionstrading. Im nächsten Tutorial-Video wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Dann beschäftigen wir uns mit dem Swing Trading. Ich persönlich freue mich wieder drauf. Achim Mautz von www.ratgebergeld.at bei der nächsten Folge von Keep It Simple.